So, willkommen zurück im Kapitel 2 meines Bildbearbeitungstutorials. Jetzt werde ich euch zeigen, wie ich mein Bild hier in Photoshop selektiv entrausche. Viel werde ich nicht machen, aber ein bisschen was. Und wie ich ein, zwei störende Elemente entferne und welche Tools ich dafür gerne verwende. Wird jetzt kein langes Kapitel werden, aber trotzdem möchte ich es separiert haben. Mit einem kleinen Trick möchte ich auch gleich anfangen. Und zwar, wenn ich jetzt solche selektiven Entrauschungen vornehme, dann arbeite ich immer sehr gerne mit folgender Technik. Und zwar, ich gehe jetzt hier auf rechte Maustaste, bearbeiten in und jetzt gehe ich in Photoshop als Smart Objekt öffnen. So. Und warum ich das mache, zeige ich euch. Jetzt gehen wir das mal, machen wir das hier zu, das brauchen wir später. Na, Moment, warten wir erst, bis es lädt. Hier ist es, okay. Und jetzt seht ihr schon hier, jetzt hat man hier ein Smart-Objekt. Smart-Objekte helfen mir dabei, dass wenn ich Filter verwende, die eigentlich auf Pixelebenen erstellt werden, dass die dann wieder geöffnet werden können. Weil normalerweise, wenn ich etwas auf einer Pixel-Ebene anwende, dann kann ich bloß noch die Ebene selbst ein bisschen bearbeiten, aber ich kann nicht mehr den Filter zurück. Und so ein Smart-Filter hilft mir eben dabei. In dem Fall hilft es mir aber auch noch so was anderem. Und zwar, wenn man jetzt schaut, wenn ich jetzt hier merke, ich muss noch mal ein bisschen was in Adobe Camera Raw machen, dann kann ich einfach hier mit Doppelklick drauf gehen und komme dann automatisch wieder in Camera Raw zurück, wie man sieht, mit auch den Einstellungen, die ich vorher vorgenommen habe. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das ist jetzt auch was, was mir jetzt bei der Entrauschung helfen wird. Ich könnte natürlich auch einfach hier in Filter gehen, also mit Adobe Photoshop CC funktioniert das. Filter, Camera Raw Filter, dann habe ich auch den Filter da, aber ich habe eben nicht mehr die Einstellungen von vorher und ich habe auch keinen richtigen Weißabgleich, weil man hier nur Warm- oder Kalttöne, gut, im Endeffekt ist es fast das gleiche, aber ich habe keine Kelvin-Zahl mehr. Aber hauptsächlich geht es mir einfach darum, dass die Einstellungen weg sind. Deswegen mache ich das gerne hier als Smart-Objekt, sodass ich es dann wieder öffnen kann. Ja? Ich möchte das aber nicht auf der Ebene, also auf meiner Grundebene machen, sondern auf einer Kopie. Deswegen drücke ich Steuerung J, dadurch erstelle ich eine Kopie und mit Rechtsklick auf die untere Ebene werde ich die jetzt rastern, sodass die jetzt wirklich eine Basisebene ergibt. Okay? So, als nächstes gehe ich jetzt folgendermaßen vor. Ich öffne jetzt eben das Camera Raw und jetzt gehen wir hier nochmal auf Details und hier Luminanz. Ja? Und ich habe schon ein bisschen entrauscht, aber ich möchte das Ganze jetzt ein bisschen anheben, weil ich hier die dunklen Töne und die hellen Töne entrauschen möchte. Ja, sagen wir mal so. Okay. Drücken wir OK. Und das ist jetzt was, was ich in Lightroom eben nicht machen kann, deswegen mache ich das gerne in Photoshop. So, jetzt seht ihr natürlich selbst, wenn ich jetzt hier reinzoome, jetzt verliere ich natürlich ganz viele Details. Also wenn man hier schaut, ja, es ist schon recht glatt gebügelt. Möchte ich so nicht auf mein ganzes Bild ausgeübt haben. Deswegen werde ich das jetzt, wie schon erwähnt, nur auf die dunklen und auf manche hellen Bereiche beschränken. Wie mache ich das? Ich deaktiviere jetzt erstmal diese Ebene, sodass ich wieder bei meiner Grundebene bin. Und jetzt möchte ich das separieren mit Hilfe einer Luminanzmaske. In meinem letzten Video habe ich auch schon ein bisschen, also was heißt bisschen, habe ich schon ausführlich darüber gesprochen. Ich werde es auch wieder in diesem Video anwenden und auch darüber reden. Aber das Ausführliche wird erst später kommen. Jetzt zeige ich euch einfach mal, welche Maske ich dafür verwende und warum. Wie erstelle ich eine Luminanzmaske? Die Luminanzmasken basieren auf den Tonwerten der Bilder oder des Bildes. Und um eine Maske anhand der Tonwerte zu bekommen, muss ich mich hier in die Farbkanäle begeben. In dem Fall nehme ich den RGB-Kanal, weil ich alle Tonwerte haben möchte. Und wenn ich jetzt hier mit Steuerung draufklicke, dann erhalte ich eine Auswahl. Das seht ihr hier anhand der Linien und Strichelchen. Und wenn ich hier unten draufklicke, dann speichert es mir diese Auswahl. Ja, und wenn man jetzt hier drauf schaut, sieht man, das Bild ist schwarz-weiß. Ja, weil es eben auf den Tonwerten basiert, also nicht auf Farbwerten. Und man sieht auch, die hellen Bereiche sind ausgewählt und die dunklen Bereiche nicht oder weniger.
Und durch das, dass diese Maske hier sehr, sehr viele Grauabstufungen hat, habe ich eigentlich keine harten Kanten oder sonstiges. Sprich, es ist eine sehr feine und ja, smooth Angelegenheit. Dadurch habe ich gute Möglichkeiten, das Bild dann wirklich genau zu selektieren und bestimmte Bereiche genau zu selektieren. In dem Fall habe ich aber gesagt, ich möchte die dunklen Bereiche auswählen. Deswegen brauche ich ja genau das Gegenteil von dieser Maske. Wie bekomme ich das? Ich drücke mit Steuerung auf den gespeicherten Kanal und drücke jetzt Steuerung Shift I. Jetzt habe ich genau das Gegenteil. Und das speichere ich jetzt auch wieder und drücke mal Steuerung D, um es wieder für Deselect, also um es loszuwerden. Und wenn man jetzt hier drauf schaut, sieht man, okay, jetzt habe ich die ganzen dunklen Bereiche im Bild ausgewählt. Durch das, dass das Bild ja generell sehr dunkel ist, ist da auch viel ausgewählt. Aber ich möchte natürlich nicht alle dunklen Bereiche haben. Deswegen muss ich diese Maske jetzt ein bisschen verfeinern. Und das mache ich, indem ich nochmal mit Steuerung draufklicke. Und ich möchte eben die noch dunkleren Bereiche haben. Sprich, die Maske muss eingeschränkt werden. Und das geht mit Steuerung Alt und Shift. Dann kommt hier so ein kleines X an dem Mauszeiger, wenn man hier sieht. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, bekomme ich die nächst dunkleren Bereiche. Jetzt könnt ihr es nochmal zwischenspeichern und man sieht, okay. Nicht viel Unterschied, aber es ist schon deutlich feiner. Ich möchte aber die viel dunkleren Bereiche, deswegen werde ich jetzt weiter einfach das einschränken mit Steuerung Alt und Shift. Hier und vielleicht nochmal und nochmal. Je nach Gefühl, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, deswegen weiß ich es ungefähr. Und sehe ich, ja, ist mir sogar eigentlich immer noch zu viel ausgewählt, deswegen Steuerung Alt und Shift und speichern wir das auch nochmal. Und ja, das möchte ich haben. Und jetzt machen wir folgendermaßen. Ich gehe wieder in mein RGB-Bild zurück, aktiviere diese Ebene noch einmal. Und jetzt wähle ich das hier aus mit Steuerung. Zack, jetzt sieht man es selbst ausgewählt. Und wenn ich hier unten draufklicke, füge ich jetzt eine Maske auf diese Ebene hinzu. Das machen wir jetzt. Und wenn ich jetzt mit Alt hier draufklicke, dann sieht man die Maske. Ja. Und wenn ich jetzt möchte, dass vielleicht die Bereiche sogar noch ein bisschen stärker ausgewählt sind, könnte ich diese Maske jetzt noch verfeinern mit Steuerung L. Dann bekomme ich die Tonwertkorrektur. Und wenn ich jetzt hier an den hellen Bereichen drehe, dann wird das hier nochmal ein bisschen heller, wie man sieht. Und wenn es heller wird, werden die Bereiche stärker ausgewählt. Darf man aber auch nicht übertreiben, weil sonst verliert es den feinen Verlauf der Maske. Drücken wir auf OK. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich zoome einfach mal rein. Sagen wir mal hier. Und wenn ich jetzt das an- und ausschalte, ein bisschen genauer, ich hoffe, man sieht es überhaupt im Video. Wenn man hier guckt, an- und aus, ja, das Rauschen wird hier entfernt, aber eben nicht überall. Ja, finde ich gut. Durch das, dass wir die untere Ebene gerastert haben, wird auch meine vorherige Einstellung dadurch nicht verändert. Wenn man hier auch nochmal schaut, ja, ganz leicht. Es sieht jetzt so auf dem Display gar nicht so dramatisch aus. Sollte man aber wirklich vorhaben, große Bereich oder ein großes Bild zu drucken, macht das schon einen guten Unterschied. Ich könnte jetzt natürlich auch noch, wenn ich sage, okay, das ist mir zu wenig entrauscht, einfach mit Doppelklick hier nochmal drauf gehen und das nochmal ein bisschen stärker machen. Nur mal jetzt dann auf 45. So als Beispiel. So. Und wenn man jetzt schaut. Und ich zoome hier nochmal rein. An und aus. Ja, man sieht es doch jetzt nochmal besser. Und wenn ich jetzt die Maske deaktiviere mit Shift und wenn ich draufklicke, dann sieht man, okay, jetzt verliere ich überall Details. So ist es nur in den dunklen Bereichen. Dadurch, dass die sowieso dunkel sind, ist es nicht so dramatisch. Das sieht man hier auch nochmal. Ja, gar keine Details, nur in den dunklen Bereichen. Sehr schön. Gut. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte auch ein paar helle Töne entrauschen, weil das Wasser mir stellenweise ein bisschen zu rauschig ist. Deswegen werde ich jetzt erstmal nochmal diese Kanäle löschen, indem ich draufklicke und dann auf die Tonne. Dann sind sie weg, weil jetzt interessieren mich die dunklen Bereiche nicht mehr. Ich möchte die hellen. Die haben wir jetzt hier. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen weiter einschränken. Aber ich werde es eben nicht umdrehen wie vorher. Und das mache ich jetzt, indem ich Steuerung drauf gehe, Steuerung Alt Shift. Machen wir ein paar Mal. Schauen wir mal hier. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Das wählen wir jetzt aus mit Steuerung.
Jetzt gehe ich hier auf diese Maske drauf. Und wenn ich jetzt Alt und Backspace drücke, dann fülle ich die Maske damit auf. Wenn man hier schaut, drücke ich mit Alt drauf. Jetzt sieht man, aha, ich habe jetzt die dunklen Bereiche und Teile der hellen Bereiche ausgewählt. Das ist das, was ich wollte. Und jetzt, wenn man hier guckt, jetzt habe ich eben auch Teile des Wasserfalls entrauscht. Hier auf, jetzt ist alles entrauscht. So habe ich noch Details. Aber wenn ich es an- und ausmache, sieht man, ja, das Rauschen ist ein bisschen weniger geworden. Sehr schön. So. Gefällt mir das? Perfekt. Und wenn ich dann zufrieden bin, dann kann ich eigentlich beide Ebenen schon zusammenfügen und auch das Smart-Objekt wieder wegnehmen, weil mir ging es jetzt wirklich darum, dass ich nochmal das Entrauschen aktivieren kann. Vielleicht möchte ich sogar noch ein bisschen stärker entrauschen. Das ist wirklich Geschmackssache. Gehen wir mal auf den Wert 50. Und dann kann man ja sehen, wie sich das auswirkt. Wichtig ist, dass man die untere Ebene rastert, weil sonst ist die Einstellung auf beiden Ebenen aktiv. Und das wollen wir ja nicht. Okay, sehr schön. Und jetzt gehe ich einfach hier drauf und gehe auf Hintergrundebene reduzieren und habe dann wieder eine Ebene und kann den Kanal hier wieder löschen. Also die beiden Kanäle. Weil wenn ich die bestehen lasse, dann wird meine Datei nur größer und das möchte ich nicht, weil ja, das wird sowieso schon groß genug durch die ganzen Anpassungen, die man noch vornimmt. Okay. So, soweit schon mal zufrieden. Jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte noch ein paar störende Elemente entfernen. Ich habe da drei Techniken dazu, die ich anwende. Es kommt immer darauf an, was ich verwende. Zuerst, ich mache das aber nie auf der Hintergrundebene, deswegen Steuerung und J, damit ich die Kopie erhalte. Und jetzt sehe ich schon, das hier stört mich. Also dieser rote Pfosten hier mit dieser roten Markierung, den möchte ich nicht. Deswegen möchte ich den jetzt entfernen. Und meistens nutze ich folgende Möglichkeit. Ich habe dafür auch eine Aktion. Wie erstellt man eine Aktion? Man geht hier auf diesen Play-Button, drückt hier oben drauf Neue Aktion und dann kann man sie auch schon benennen, wie man möchte. Fläche füllen zum Beispiel habe ich genannt. Und dann ist es wichtig, dass man dann nimmt der praktisch auf, dann führe ich aus, was ich machen möchte und dann drücke ich hier unten wieder auf Stopp und dann ist die Aktion aufgezeichnet und ich kann sie hier in meinen Ordnern immer wieder verwenden. Ich kann sogar Shortcuts hinzufügen, sprich eine Funktionstaste. In dem Fall habe ich F3 hinzugefügt, damit es dann schneller ausgeführt wird. Sprich, was mache ich? Ich gehe auf die Taste L, damit ich hier in mein Lasso-Tool komme. Es kann sein, dass man hier auch erst das Polygon-Werkzeug ausgewählt hat. Das möchte ich nicht. Ich gehe dann hier hoch auf Lasso. Dann male ich hier um diesen Pfosten drumherum. Ich nutze dafür auch ein Vakuum-Tablet, das kann ich sehr empfehlen. Nutze ich seit knapp 1,5 Jahren. Wenn man sich daran gewöhnt, kann man wirklich viel, viel feiner arbeiten. Gerade wenn man mit Masken arbeitet oder eben auch Dodge und Burn und sonstiges. Da ist es wirklich eine super Sache. Oder eben auch, um hier so einzelne Sachen zu markieren. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, jetzt gehen wir auf. Jetzt muss ich erstmal schauen, was bearbeiten. Oder ich muss mal gucken, welche die Aktion habe. Hier, ja, bearbeiten. Fläche füllen. Und jetzt sieht man hier inhaltsbasiert. Bedeutet, Photoshop sucht jetzt neben dieser Auswahl Punkte, die sich ähneln und füllt es dann hier ein. Machen wir jetzt mit OK. Man sieht schon selbst. Ja, sieht ganz gut aus. Man kann auch sein, dass man es öfters wiederholen muss. Machen wir jetzt einfach nochmal. Ja, ich habe jetzt wie schon gesagt die Taste F3 als Kürzel, sodass ich das immer wieder machen kann. Aber ja, das ist soweit eigentlich in Ordnung. Hier noch. Bin da nicht so pingelig, weil es auch wirklich nur ein ganz kleiner Punkt ist. Deswegen, wenn das jetzt hier ein bisschen verliert, ist nicht so dramatisch an Details. Wenn man nämlich rauszoomt, man sieht es selbst, ja, das ist wirklich nur ein kleiner Teil. So, sollte man damit nicht zufrieden sein, könnte ich auch noch die andere Variante wählen und zwar mit der Taste S. Dann komme ich in das Stempel-Tool und kann jetzt anhand der Deckkraft hier spielen und sagen, ich möchte noch ein bisschen was anpassen. Nehmen wir die Deckkraft vielleicht ein bisschen runter. Und jetzt habe ich hier den Kreis, mit dem ich stempeln kann. Auch wieder ein kleiner Trick von mir, wenn man hier die Größe anpassen möchte, man muss nicht immer auf Plus, Minus oder sonstiges drücken, sondern man hält einfach die Alt-Taste gedrückt und nimmt dann die rechte Maustaste gedrückt. Und wenn man dann nach außen zieht oder nach innen, dann vergrößert man diese Auswahl, ja. Und wenn man nach oben oder nach unten geht, dann verändert man die Härte der Auswahl, sprich, ob es einen weicheren Rand hat oder einen härteren Rand, ja.
Das ist eigentlich ziemlich cool, wenn man sich daran gewöhnt, dann geht das wirklich fix und schnell. Und es geht natürlich auch mit dem Tablet. So, in dem Fall möchte ich jetzt nur ein bisschen Struktur von da hier rüber bekommen. Und das machen wir jetzt einfach mal so. Und dann hier unten noch. Das reicht mir. Okay. Perfekt. Hier oben sehe ich noch was. Dieses Geländer hier werde ich lassen. Das stört mich jetzt nicht so, aber diesen roten Fleck möchte ich noch entfernen, weil er einfach gerade, wenn man auch ein bisschen größer druckt, dann auch rausstechen könnte. Das nehme ich wieder L, mal einmal drumherum, drücke jetzt meinen Kürzel F3 und sehe, okay, passt. Jetzt ist der Ast hier nur unterbrochen. Den möchte ich wieder haben. Deswegen wieder mit S. Nehme jetzt 100% Deckkraft, habe den Stempel, setze den hier oben an. Nehmen wir ihn hier. Oh, ich sehe gerade. Steuerung Z kann man rückgängig machen, setze den hier oben an und male jetzt einfach hier. Okay, passt. Gut. Das war es jetzt soweit eigentlich auch schon. Der Hauptaugenmerk in diesem Kapitel lag natürlich jetzt darauf, dass ich das Bild selektiv entrausche. Das mit dem Stempeln, das ist keine so große Magie. Wollte euch aber zeigen, wie ich da vorgehe. War jetzt auch nicht besonders schwer. Aber wie schon erwähnt, es ging ums Rauschen. Im nächsten Kapitel zeige ich euch jetzt dann, wie ich das Bild natürlich weiter bearbeite, sprich, wie ich die Stimmung verstärke, wie ich mit Luminanzmasken arbeite, wie ich die Nick Collection verwende und sonstiges. Das wird es Schritt für Schritt folgen. Aber jetzt sind wir erstmal fertig. Also bis zum nächsten Kapitel.